Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, jetzt hat der dicke Kater gemerkt, dass ich aufnehme, kam mal gleich an. Wir hatten das Vor-Unboxing gemacht von Playvital und ich hatte gesagt, wir machen da zuerst ein Unboxing und gucken da rein. Ich hoffe, es ist die richtige Farbe. Ja, ist doch gut. Seht ihr, Aufmerksamkeit hier. Guck mal hier, ja. Ja, hier ein Kind, das gefällt dir. So, Papa muss aber jetzt hier, muss erst mal gucken, wo wir das aufkriegen. Hier ist ja irgendwie so eine Zeichnung drauf. Oder muss man das hier unten irgendwie? Nee. Es sieht doch so eingezeichnet aus. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier. Aber hier oben. Das ist alles sehr fest. Ich habe gedacht, dass man hier von der Seite einfach so macht. Und das dann irgendwie abziehen kann. Ach doch, jetzt habe ich es. Nee, geht ganz ab. Ist nichts. Sah nur eingezeichnet aus. Achso, das ist durch die Farbe von der Verpackung, weil hier heller rot als hier dunkler ist. Und da hat sich das sehr abgezeichnet. Okay. Gut. Also könnt ihr euch ruhig durchschneiden. So, ich muss mal hier meine Papiertüte, meine Mülltüte hinpacken. So, ich mach mal erstmal kurz. Ist das überhaupt die richtige Kohle? Ne? Klebt denn noch irgendwo was? Ach, hier ist auch nochmal Aufkleber. Oh, schneiden wir hier einfach mal eine Seite auf. So, jetzt gehen wir aber richtig auf. Ja, es ist die richtige Farbe. Es ist die richtige Farbe. So, dann kann man die Pappe wegmachen. Blau. Und diesmal im Gegensatz zum anderen nicht so glatt, sondern wir haben hier so Kanten drin. Wartet mal. Und dann halt Heftchen. Aber ich denke mal, das sollte selbsterklärend sein, ein Controller Standfuß. Dass dann Controller-Ruf gehört, denke ich mal. Wir haben hier auch dann noch Gumminippel, die können wir hier unten dann noch rankleben. Das machen wir mal als erstes. Mann, ich hätte mal meine Lesebrille aufsetzen sollen. So. Wir haben hier auch richtig Vertiefungen, wo die dann reingeklebt werden. Ah, das ist auch. Oh, zwei Ersatz sogar mit bei. Ich hätte jetzt gedacht, ein Ersatz ist mit bei, aber es sind zwei. Also packt euch das gut weg. Könnt ihr natürlich auch die Hälfte noch abschneiden. Aber ich gebe euch mal gleich noch einen Tipp. Falls es mal nicht so halten sollte, ihr habt hier zwei auf Reserve mit bei. Schmeißt das so, wie es ist, nicht weg. Selbst wenn euch durch Wasser oder euch läuft was aus und die werden weich und das löst sich ab oder durch Hitze oder was weiß ich. Man kann ja nie so dumm rechnen, wie es kommt. Und die abgehen. Und eure beiden auch schon verbraucht sind. Das Gummi schneidet euch einfach hier die Dreiecken von der Ecke ab und von hier von der Mitte und klebt die da in den Kreis rein. Ist ja egal, ob es rund oder dreieckig ist, das hält dann trotzdem hier. Also jetzt, oh, die Kamera wackelt, Tisch wackelt, aber mehr wackelt da auch nicht. So, ich habe euch mal das Vorgängermodell oder das andere Modell, was sie haben, noch mit dazu gepackt. So, das ist einmal in schwarz.
Da haben sie auch in verschiedenen anderen Farben. Und hier ist es dann so ausgeschnitten. Seht ihr das? So. Und der ist dann halt so ein bisschen, ich würde sagen, diamantförmig, so ein bisschen mit den Kanten hier. Aber warum habe ich den in Blau bestellt? So, weil der hier schwarz. Ja, so, jetzt könnt ihr den so ein bisschen sehen. Sieht cool aus. Aber ich habe ja auch noch die Schönheit hier. So. Ja, würde auch, wenn da jetzt noch was kommen würde mit so Blau, wie mit Blau mit, Christ, mit diesem Silber, wie vom Astrobot-Controller und dann irgendwie so Roboterzeichen, wie beim Astro, rot drauf ist, so diese Linien vom Chip, vom Mikrochip, das würde natürlich dann auch mit dem Astrobot hier, wenn es denn nur größer ist, auch richtig geil aussehen. Aber hier, ihr seht, das ist jetzt nicht für einen speziellen Controller. Also ihr könnt da einen Xbox, einen Switch-Controller, ist vollkommen egal, weil wir haben hier eine gerade Fläche und die geht dann hier so ein Stück hoch. Ich hoffe, ihr könnt da sehen. Ja, so ein Stück hoch und hier eine lange Rückfront und dadurch könnt ihr den da einfach so reinmachen. Und ich finde, ja, sieht doch, ist zwar nicht das gleiche Blau, aber Blau. Und dann kann die Schönheit natürlich jetzt schön neben der PlayStation stehen und sieht geil aus. Och, der Winkel, den Winkel finde ich auch ganz geil. Sieht so ein bisschen aus wie im Spiel, wenn der da drauf ist und dann wegfliegt. Ja. Haben wir dann hier einen steileren Winkel? Ja, der ist ein bisschen flacher. Wenn ich mir den alten, also den anderen Standfuß, der ist auch übrigens von PlayVital, vergleiche. Hier ist der Controller etwas weiter nach vorne. Hier liegt er etwas mehr. Das ist eher so, packt man rauf. Hier so im Liegen würde ich eher, also man denkt eigentlich so, das wäre Präsentationszwecke. Aber das, da ist er einfach standhaft fest drin. Aber hier so im Liegen und dann so frei und dann haben wir ja hier nichts. Das ist eher Präsentation, würde ich jetzt sagen. Ich kann euch das mal zeigen, wie das aussieht. So, also. Ja. Sieht jedenfalls sehr geil aus. Also beide Standfüße sind gut. Ich werde euch den alten auch mal noch verlinken, wer da Interesse hat. Den gibt es auch mit so einem schönen japanischen Muster drauf. Vielleicht kann ich da nochmal was machen, dass ich nochmal ein, zwei von denen bekomme und euch die zeigen kann in verschiedenen Farben oder mit Mustern drauf. Kann ich nicht versprechen. Ich werde mal da Rücksprache halten. Und ich werde denen auch mal vorschlagen, dass man das dann vielleicht in so einem Astrobot-Blau macht mit Silber und oder mit so Linien oder den hier dann halt mit so wie vom Mikrochip, ja, und das dann vielleicht in verschiedenen Farben, ja, dann würde das natürlich in Weiß mit diesem Mikrochip vom Astrobot gut passen, oder halt, na, der ist ja Silber, oder halt in diesem Blau. Ja. Müsste man mal gucken, was man da machen kann. Aber beides sind sehr schöne Standfüße, also Controllerhalter, Entschuldigung, die euren Controller gut halten. Und dann würde ich mich jetzt auch verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Ich halte euch nochmal so schön hin. Also so ist ein etwa dann drauf. Ja? Dass ihr dann hier unten die große Fläche habt. Mal so mal seitlich machen. Dann seht ihr das, dass der wirklich schön schräg ist. Und hier ist er etwas mehr gerade. Seht ihr ja. Hier sieht man das Touchpad nicht wirklich. Ich kann den mal tauschen. Bevor wir hier Schluss machen. So. Dann seht ihr das. Oder? Nee, fast gleich. Kommt das eh nur so vor? Wartet mal, jetzt muss ich mal gucken. Nein, minimal ist der, kippt der ein bisschen. Minimal. Aber wenn man das umtauscht, dann kommt das viel mehr zur Geltung. Also denn mit dem sieht es viel krasser die Neigung aus, als wenn ich den schwarzen drauf mache und den weißen hier drauf mache. Aber nichtsdestotrotz, soll es jetzt gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.